Ja, guten Morgen aus den Dolomiten. Unser dritter Tag der Herbstferien, die wir da jetzt verbringen. Und wir stehen am Strobl-Parkplatz und machen heute den Col des Boss. Ich habe ihn ja vor 2 Wochen gemacht, habe aber leider relativ wenig Zeit gehabt, dass ich den wirklich so richtig mitverfilme. Das werde ich heute nachholen. Ich habe die Mia wieder mit und die Mia wird heute ihr erstes richtiges CD klettern. Ja, schauen wir mal, wie es ihr geht. Ich habe ein Nachsicherungsseil mit. Und wir wären vielleicht oben dann beim Col des Boss noch eine kleine Runde dran, aber das sehen wir dann, wie es uns oben noch gefreut. Genau, und wie immer. Wenn es mit dabei sein wird, dann kommt es mit. Du musst lauter reden. Und wie immer. Und wenn es mit dabei sein Nicht wird. so laut! Ja, und wie immer. Outtakes. Sag's. Und wie immer. Wenn es mit dabei sein wird, dann kommt es mit. Genau, viel Spaß. So, diesmal komme ich ja von der anderen Seite. Das ist jetzt das alte Hospital. Ja, und da sieht man jetzt Stefan auf dem Klettersteig. Wir stehen jetzt am Einstieg vom Klettersteig Degli Alpini. Eine CD, genau, sind 130 Höhenmeter bis daher aufgestiegen und ja, jetzt schmeißt man sich quasi ins Vergnügen. Ja, da nehmen wir euch mit, viel Spaß. Ja, und für mich ist der erste richtige CD. Wir haben da 2 CD-Stören drinnen und auch die Einstiegswand, die Rampen quasi, die ist auch schon sehr anspruchsvoll. Das werdet ihr gleich sehen, weil das fühle mich echt gleich mit. Bleib jetzt links herum hier. Ja, du musst weiter oben steigen. Ja, du bist fast hochgestiegen. Siehst die dritte unten aus. Weil das Seil ist immer so gelegt, dass du eigentlich gestreckt zum Seil stehen kannst fast. Super gemacht. Aber es war jetzt ein Kraftakt. He? Ja, das da ist ein wenig ein Trick gestellt, da, dieser speckige Fels da. Da muss man nämlich wirklich auf Reibung gehen und wie man sieht, ist der schon recht abgelutscht. Und da muss man wirklich einmal auf Zug mit Kraft arbeiten. Das geht da fast gar nicht anders. Ja, da sieht man die steile Wand auf, also die kann schon was.
weiter aufgesteigen ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ja. Sehr gut. Super. Voll gut. Voll gut. Super. Ja, genau. Das machen die meisten. Super. Ja, die Mia macht das echt voll, voll super. Ich bin ja jetzt voll stolz, weil das ist wirklich diese Einstiegswand, die steilen, die sind wirklich Kraftakte, muss man ganz ehrlich sagen. Für Freibung, viel Grad, voll super macht es das. So Mia, wie war es bisher? Ja, man hat viel Kraft gebraucht. Okay, ja, das Freibung. Stimmt. Ja. Diese eine Stelle, was ganz glatt war. Die Querung, gell? Die erste Querung. Ja. Das Schwerste von da jetzt. Das stimmt, das ist eh recht anspruchsvoll. Da haben mehr Probleme. Ich glaube, dass das überhaupt der Stelle ist, wo dann viele merken, okay, das ist vielleicht doch nicht mein, sie trau um. Ich habe da schon einige umdran gesehen. Aber ist eh gut, wenn man selber sagen kann, okay, wenn das zu schwer ist, dass man dann doch umdreht, gell? Naja, dann schauen wir weiter, was noch auf uns zukommt, oder? Ja. Und da geht es jetzt ein bisschen Gehgelände weiter. Und da drüben links sieht man dann auch schon die CD-Stelle, die erste Schlüsselstelle. Ein bisschen ein Überhang, ist aber ein Trittstift drinnen zum Umhängen. Ja, einmal kurz Armschmalz quasi, Armkraft. Und dann geht es schon. Wir kommen jetzt zur ersten Schlüsselstelle, der Überhang CD. Schauen wir mal. Links musst du den Fuß herumbleiben. Rechts auf die Versicherung auf. Ja. Links hast du oben jetzt den Steuerdings. Ja, das geht auch. Du musst den Fuß aufsteigen. Ja, genau. Genau, mit der Bahnschwung hin. Sehr gut. So, mir geht jetzt die CD-Steuer. Links den Tritt brauchst du jetzt, gell? Den Arm lösen. Sehr gut. Wenn du auf den Tritt stehst, hast du es schon geschafft. Ja. Echt? Ja. Ja. So, Mia hat es geschafft. CD-Stelle überwunden. Voll gut. So, da seht ihr jetzt den Überhang. Also unten ist dann, wo ist der Überhang? Da geht es ein wenig drüber über den Felsen. Das ist die erste Schlüsselstelle. Und Mia, wie war die erste CD-Schlüsselstelle? Ich finde, sie war eigentlich recht leicht.
Ja. Also ohne den, weil es ist ja so ein Drittbügel drin, wenn der glaube ich nicht drin wäre, dann wäre es schon schwerer. Ja. Und es sind auch so ein paar gute Dritte da drin, wo du gut einsteigen kannst. Mhm. Also es ist eigentlich so, der Drittbügel ist da. Ja. Und sie sind nur ganz kurz deswegen. Und ja, dann stellst du unten, steigst auf einen richtig guten Absatz. Dann kannst du schon am Drittbügel halten und aufziehen. Also, ja, also das drunter war eigentlich schwieriger, ja, gell? Ja, das war viel schwieriger. Ja. Also da ist jetzt leichtes Gehgelände. Wo es mir geht. Geht es jetzt weiter rauf. Das ist auch nur eine super Stelle, da hat man so ein bisschen eine Querung. Das ist ein guter Fotospot zum aber rauf, aber raume. Da kommt man auf. Da geht es dann wieder weiter am Felsen. Jetzt eine rechte Querung auf. Genau, da ist der nächste Abschnitt. Der geht dann den Felsen da auf. Ja, da drüben auf dem Kletterturm, da seilt sie gerade wieder ab. Und da sieht man jetzt eh schon den weiteren Verlauf. Oben stehen auch welche. Sieht man das Seil gut. Ja, da ist wieder leichteres Gehgelände. So AB-Schicht. Dann zieht es da links um in den Felsen rein. Gerade auf. Genau. Jetzt quer der Steig da. Und zieht dann in der Wand auf.
So, wir machen gerade eine kurze Pause. Wir sitzen vor der Abschlusswand. Die ist ziemlich steil. Genau, und da darf man jetzt vorher nur ein bisschen pausieren, bevor wir uns da reinhauen. Und ja, irgendwie ist mein Akku von der Videokamera fast gar, deswegen muss ich da jetzt noch ein bisschen nachladen, dass wir das noch filmen können. Dass wir euch auch den Abschnitt noch mitnehmen können. So, wir steigen jetzt in den letzten Abschnitt ein. Ein bisschen Gehgelände bis zum Einstieg zur Wand. So, wir haben den Einstieg von der Abschlusswand erreicht. Da zieht es jetzt einmal so eine leichte Querung auf, bis man dann zu dem senkrechten Stiegel kommt. Genau, und da gehen wir jetzt einmal auf. Mia kämpft sich da tapfer hoch. Schaut so gut aus. Ein bisschen leichter und dann geht es da oben weiter. So ist vorklettern. War schwerer wie vorher. Okay. Auf Reibung, gell? Und in den Metallstift einsteigen. Genau, jetzt geht es das letzte Stück hinauf. Geht schon. Genau, da oben ist dann der Ausstieg. Und wir haben auch schon die CD-Stelle hinter uns, da wo wir gar nicht gemerkt haben, dass das die CD-Stelle ist. Genau. Oder die kommt da oben und tut das auch leichter überhang. Aber war die nicht ganz zum Schluss? Nicht? Okay. Ja, und von da unten kommen wir mal her. Gerade Wand jetzt auf. Ja, geschafft. Cool. Super, voll Glas. Voll super. Meine Mausi hat es geschafft. Voll super. Also ich bin mega stolz, weil der war wirklich, wirklich anspruchsvoll. Gell? Ja. Hat er dir gefallen? Ja, schon. Super. Ja, und jetzt schauen wir natürlich nur auf den Gipfel auf, ist eh klar. Und dann schauen wir, was wir da heroben noch, vielleicht machen wir noch was unsicher da heroben. Mehr Zeit haben wir noch. Heute
ist richtig schön herum. Wir haben eine super Fernsicht, das ist blauer Himmel. Und deswegen filme ich euch jetzt einmal das Panorama von hier oben. Ja, wir gehen jetzt wieder runter und unten in der Schorten werden wir dann entscheiden, ob wir zwischen Lager Zoe, also ob wir am normalen Wanderweg runtersteigen über die Forcella Col de Boss oder ob wir diesen Steig runtersteigen, der ein bisschen steiler, aber natürlich direkter zum Parkplatz ist. Aber ich möchte eigentlich gerne ein bisschen eine Runde noch dran und ja, schauen wir mal, wie weit wir die Mia noch motivieren können. Sieht man wenig die Kanten vom Klettersteig. Genau, und da geht jetzt der Schnellabstieg runter, der direktissime Weg, der dann ein bisschen steil runterzieht. Und wir haben aber gerade beschlossen, dass wir zur Forcella Col de Boss gehen. Genau.
fahre ich jetzt um. Wir gehen jetzt in die Richtung. Ja, ich bin da jetzt hier oben auf dem Chima Futsago. Ja, also da erinnert wirklich alles an den Krieg. Ja, die Mia sitzt unten in der Schatte. Winke mal! Das hilft mir jetzt super auf dem Lager zu um. Ah, da kann man oben umgehen, das ist natürlich geil. Da hat man so viel Hühner. Ja, da vorne ist auch noch ein Gipfelkreuz. Vielleicht ist das ein erster Chima Futsago. Kann man auch sein. Da gehe ich da auch noch hin. Und da vorne auf dem Felsen ist dann auch noch ein Kreuz. Wahnsinn. Starte wieder runter zum Meer. Da ist ziemlich rutschig, da muss man ein wenig aufpassen. Ist recht bröselig da. Ja, also rutschen sollte man da nicht, weil da liegt Magle unten. War nicht recht weit, aber hat sich auch die Birne am Felsen, kann auch blöd ausgehen. So, jetzt gehen wir obi. Genau, da war ich gerade noch oben. Da sieht man jetzt übrigens ganz gut den Weg vom Passo Falzarego, der gleich hinter dem rechten Felsen ist. Den Wanderweg, den wir gestern gegangen sind, Richtung Avarau, der ist links, dieser imposante Gipfel. Und da sieht man schön die Strecken, die man zuerst geht. Dann durch das felsige Gelände und dann hinten um den Berg um. Ja, schaut echt cool aus. Ja, das letzte Stiel da ist ziemlich unspektakulär, das geht über die Skipisten, aber vorher sind wir da rechts in die Steine unterwegs gewesen, da ist ein Pfad runtergegangen. Ja, da geht es jetzt ein bisschen auf der Skipisten entlang runter. Sonne, jetzt leicht alles schön. Der Avarau ist auch noch im Sonnenlicht, im letzten Sonnenlicht. Hallo, wir sind jetzt unten. Genau, wir sind unten, wir haben es geschafft. Es ist 20 vor 6. Also die Sonne ist schon am Untergehen. Die Gipfel sind alle noch von der Sonne beleuchtet, schaut super schön aus. Die meisten.
Genau. Ja, wir haben eine schöne Rundendraht. Ich bin dann auch noch auf einen Gipfel rauf, wo die mir dann in der Schorten gewartet hat. Das war aber recht bröselig zum Raufgehen. Ja, erzähl du mal, wie es dir gefallen hat. Ja, gut. Die CD-Stellen waren eigentlich nicht schwierig. Der Einstieg war halt, finde ich, der schwierigste. Hm. Ja, aber es hat mir gut gefallen. Und oben die Abschlusswand? Ja, die ist auch gegangen. Ist auch gegangen, gell? Ja. Ja, wir haben es euch diesmal komplett mitgefilmt. Also ich kann den nur empfehlen, mir taugt der Klettersteig total. Es ist ein super schöner Klettersteig. Allerdings für die Nebensaison, weil da ist immer viel los. Also jetzt war er perfekt, vor 14 Tagen haben wir ihn gemacht, da ist auch noch extrem viel los gewesen. Jetzt waren wir mit zwei anderen komplett allein im Steig. Genau, also perfekt. Keine Wartezeit, keine Stehzeit, schön gemütlich durchgestiegen, weil recht viel Rosten geht nur in die Gehpassagen. Also da gibt es schon die Möglichkeit, dass man rostet. Außer man hängt sie mit der Bandschlinge. Ja, aber da kannst du nicht, wenn mehr Leute unterwegs sind und die vorbei wollen, kannst du nicht da länger rosten, Pause machen, weißt du? Ja, das stimmt. Genau, also da gibt es ein paar Stellen, wo man dann sitzen kann. Ja, aber wir verzählen eh nicht zu viel. Schaut sich das Video an. Freut uns total, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like. Genau, und wir sehen uns wie immer. Beim nächsten Mal, wahrscheinlich morgen. Genau, morgen von der nächsten Tour. Schönen Abend noch und pfiat euch.